Ich heiße Mario Krüger, komme aus Dortmund, bin in einer typischen Bergarbeiterkolonie groß geworden. Was habe ich in den letzten 5 Jahren gemacht? Als Kommunalsprecher mich um das Thema der kommunalen Finanzen gekümmert. Wenn wir uns hinter uns umsehen, sehen wir den Rhein. Ich kenne ihn noch als Fluss voller Schaumberge, regelmäßig mit Meldungen über Fischsterben. Das hat mich unheimlich gestört und deswegen habe ich mich engagieren wollen und bin daher Anfang der 80er bei den Grünen beigetreten. Ich kümmere mich um das Geld und um das Geld für die Kommunen. Wir haben eine Situation, wo wir viele, viele überschuldete Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben. Hier eine entsprechende Änderung vorzunehmen, das ist meine Aufgabe gewesen. Und da waren wir durchaus erfolgreich. Mehr als 30% der Gelder aus dem Landeshaushalt werden den Kommunen bereitgestellt. Um mit den Worten meines Enkelsohnes Malte zu antworten, der sagt dann immer, wenn der Opa frei hat, dann fahren wir zur Nordsee. Dort haben wir ein kleines Bauernhaus, 200 Jahre alt, die sitzen im Garten, am Kaminofen, essen gut und schlafen lange. Mein CO2-freies Nordrhein-Westfalen. Was heißt das? Zum Beispiel viel, viel weniger Autoverkehr. Ein Umweltverbund, der auch seinen Namen Rechnung trägt. Plätze, öffentliche Plätze, Wege, die von den Menschen genutzt werden können. Oder aber auch die Frage, wie gehen wir mit unserer Wirtschaft um? Wir brauchen eine nachhaltige Wirtschaft, die mit den Ressourcen sparsam umgeht. Stattdessen erleben wir immer wieder die Wegwerfgesellschaft. Und an diesen Punkten möchte ich gerne arbeiten.